Es ist pünktlich Freitag und ich begrüße Sie recht herzlich im OSF-Studio zum Stammtisch, zu TV Lokal. Das machst du verkehrt. Wieso? Wir müssen anders begrüßen. Wie Begrüßung? Das ist eine schöne Begrüßung. Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau. Sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte weder noch Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nichtbinäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine und sehr geehrte Transgender, sehr geehrte Transgender weiblich und Transgender Frau, sehr geehrte Transgender männlich und Transgender Mann, sehr geehrte Transgender Menschen, sehr geehrte Transmaskuline, sehr geehrte männlich Transsexuelle und sehr geehrte weiblich Transsexuelle, sehr geehrte transsexuelle Männer, sehr geehrte transsexuelle Frauen, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich und sehr geehrter Interstern männlich. Ach Gott, ich hatte ja eine Zwischenfrage. Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung. Ist doch noch gar nicht fertig mit der Anrede. Wie kann er schon Einspruch machen? Ich hoffe, wir haben jetzt alle genannt. Hallo Leute. War es alle? Nein, ihr war ja noch nicht fertig. Ja, es wird ab Oktober, wenn es rot-rot-grün werden sollte, also die Standardbegrüßung im Deutschen Bundestag. Ja, ja. Also man kann eine halbe Stunde später entscheiden. Das sollst du doch mitkriegen, die Begrüßung. Genderwahnsinn nennt sich das. Ja, das treibt ganz schöne Stielblüten. Aber, nicht schlecht, oder? Aber die Grünen setzen noch eins drauf. Die wollen jetzt Denunziantentum fördern. Also es soll jetzt eine direkte Möglichkeit geben, den Nachbarn anzuscheißen, weil er eventuell die Putzfrau nicht versteuert Schwarzgeld da fließen lassen hat. Ja. Also mit den anderen Worten, die Großen lassen mal laufen, weil wir die nicht kriegen. Ja. Wir nehmen uns die Kleinen. Ja, die Masse macht dann mehr. Als die Große. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Ja, ich glaube, die Großen könnten. Aber dieses Anscheißen gibt es ja schon so lange, wie es Finanzämter gibt. Ja, aber wenn du es dann quasi so einfach machst, dass ihr bloß eine App runterladen braucht. Ich meine, natürlich kann man auch jetzt schon dem Finanzamt jemanden anscheißen. Geben. Aber der Aufwand, sich da zu bemühen, eine Mail zu schreiben oder einen Brief zu schreiben, abzuschicken und wie ich was, keine Ahnung, ist doch immer noch größer, als wenn man einfach mal so einen Klick macht auf eine App, die dann sagt, der Nachbar hat jetzt eine polnische Putzfrau. Ja. Wenn diese App eingeführt wird, ist ja nicht schlecht, dann kann man diese Ämter total überlasten. Du schwärzt einfach von früh bis morgen schwärzt Leute an und dann bricht dieses System zusammen. Genial. Schön. Erinnert mich ein bisschen so tatsächlich an so, ich bin anonym und scheiße alle an, so wie man es auf Facebook auch macht. Ne? Also man kann anonym sein und seine Gülle ablassen. Ja. Gibst du so einen Güllehahn, weißt du, und dann rein damit ins Facebook. Mhm. Ne? Stimmt. Ich gucke auch selten da rein. Facebook. Bist du so ein Facebooker? Privat nicht, aber als Sender muss man präsent sein, muss man dann auch mal was abschicken. Man muss mitmachen, weiß zwar nicht warum, aber man muss mitmachen. Weil wir sind ja der Gute News-Sender. Wir machen ja Gute News. Ah, okay. Also das heißt, also, wir wollen ja nicht dieses Negative nach vorne bringen, sondern wir wollen das gute Lebensgefühl fördern. Positiv. Ja. Ach, das ist so schön. So das machen wir ja auch. Richtiger Einstieg in diese Sendung, oder? Also dieses gute Gefühl rüberbringen, euch ins Wochenende zu lotsen mit einem guten Gefühl. Ja, und dieses Wochenende ist auch nochmal die Sonne dabei. Ja. Ja. Das haben wir übrigens gemacht mit dieser Sonne. Wir dachten, es reicht mit Regen. Ja, es gibt doch eine Sonnen-App. Drückst du drauf, Sonne kommt. Ja? Ja. Hast du die? Haben wir die Sonne angeschissen. Nicht schlecht.
Gut, Prost. Prost. Auf das Wochenende. Hier ist die Sonne drin. Das kommende. Das ist mehr wie Sonnenuntergang hier. Es gibt noch eine ganz tolle Nachricht für die Generation vor 40 Jahren. Aha. Kennst du ja? Nee, erzähl weiter. Du bist ja schon weit drüber. Ja? Du kennst ja aber auch noch live. Wen? Aber. Aber. Ach so, diese aber. Schwedische Popband. Ja. Mhm. Die sind jetzt, also die selber wussten nicht genau, ob es 40 oder 39 Jahre sind. Aber sie sind zurück. Sie wollen ein Album auf den Markt bringen. Nein. Haben jetzt die ersten beiden Titel veröffentlicht. Ist das Geld alle, oder? Typisch. Meinst du? Ja. Also so kommt mir das dann immer vor, wenn man... Also ich glaube, die kriegen die immer noch wahnsinnig viel Tantiem, denn ihre Musik wird ja immer noch gespielt. Mhm, und die Bilder, die man so gesehen hat, die gab es ja richtig Live-Events. Ne? ABBA hat die ersten beiden Titel so veröffentlicht. Typischer ABBA-Sound. Absolut, also... Neue Musik? Also nicht die alte aufgewärmt? Nein, neue Musik. Neue Titel. Ah, okay. Neue Titel. Ja, hatten ja genug Zeit. Ja, alle 5 Jahre ein Titel. Okay. Und die wollen auch zusammen dann, oder machen zusammen auf der Bühne nicht? Nein, nein. Da soll es die neue Technologie geben, also Hologramm. Die wollen Hologrammproduktion machen. Aha. Also die wollen nicht gemeinsam auf der Bühne stehen, sondern es wird so eine Art Digitalshow werden. Warum? Die können dann auch weltweit überall zur gleichen Zeit dann übertragen werden, diese Hologramme. Das ist ja dann ein bisschen Beschiss, oder? Ja, aber ich glaube, das wird eine ein Fulltime-Job für ganz viele Maskenbildner. Sind die Bandmitglieder da? Sind die in deinem Alter, die Bandmitglieder? Oder? Nee, in deinem. Mein? Ja. Nein. So an die 70, 75. So alt sind die? Ja. Okay. Du, die waren doch schon etwas älter, als wir noch Spunte waren und rumgerannt sind. Ne? Tu mal jetzt nicht so. Ne? Ich bin zwar einen Tag älter als du, aber naja, man sieht es nicht. Wer hat dir denn das erzählt? Fans! Fans. Die fragen immer, was macht denn dein Vater da neben dir? Die ABBA-Fans waren es gewesen. Ja, genau, verstehe ich schon. Okay. Aber wie gesagt, also ich glaube, das wird ein Problem. Ich glaube, die werden dann auch so die alten ABBA-Gesichter zeigen, weil die brauchen doch eine ganze Menge Maskenbildner, um das wieder so hinzukriegen. Aber es gab Tränen bei den Fans, ja, bei den Alten. Vor Trauer, oder? Nein, vor Freude, dass die wieder da sind. Du, tu doch mal nicht so, als ob du der Jungsporn hier bist. Ja, brauche ich nicht tun. Na, Leute, oder? Was meint ihr? Da passt ja das nächste Thema zu dir. Welches? Ausbildungsstellen. Ausbildungsstellen? Ja, bist du ja im Ausbildungsalter. Ja. Ich bilde aus, das ist richtig. Also, es gibt so derzeit im Land Brandenburg über 4000 freie Ausbildungsstellen. Mhm. Das heißt also, könntest du dich nochmal... Ja, ich könnte mich nochmal... Was würdest du denn gerne machen wollen? Ach. Also, wenn du jetzt so tust, wie du bist, oder andersrum, wie du tust. Ja, ja. Also Ausbildung, ich weiß es nicht, vielleicht doch mein alter Traum, so Gefäßchirurg, das wäre so, okay, lass ich. Wann hast du denn das geträumt? Damals. Gefäßchirurg? Wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht, also es ist so schön, ich finde es toll, so zusammenbasteln. Also damals hätte ich vielleicht nur an Gesäßchirurg gedacht, aber nein, Gefäßchirurg? Nein, Also nicht hier einfach Feuerwehrmann oder so, nein. Müllmann. Zieh mal nicht so runter. Nee, war ernst gemeint. Müllmann ist ein Tipp. Lass die mal nicht fahren. Ja, das ist ein Problem. Lass die mal nicht fahren. Ja. Und schon ersticken wir. Ja. Ausbildung. Nee, sonst wüsste ich nicht, was ich jetzt noch mal machen würde. Bin einfach eigentlich zufrieden. Du auch? Ja, ich oder bin super zufrieden. Ja. Dumm quatschen den ganzen Tag, okay, oder? Und dafür Geld kriegen. Ja. Das ist doch herrlich. Ja, ja. Genial. Schön. Was will ich mehr? Wir haben es richtig gemacht. Ja. Was will ich mehr? Hat doch jahrelang gedauert, die Ausbildung. Vor allen Dingen, es gibt tatsächlich Menschen, die es gut finden. Ich habe keinen angeguckt. Ja. Mikis Theodorakis ist gestorben. Habe ich gehört. Ich habe auch so ein kleines Tränchen im Knopfloch gehabt. Einer der Großen ist jetzt gegangen. Woher kennst du den eigentlich? Filmmusik. Ich denke, du bist... Das ist die Stimme Griechenlands. Das ist die Musik Griechenlands. Ja. Und nicht bloß das. Alexis Sorbas. Er war auch politisch sehr engagiert gewesen. Ja, war er. Ja. Kompromisslos. Ja, er hat sich auch sehr eingesetzt für
viele gute Sachen. Ja, irgendwann gehen alle guten. Ja, aber es rücken gute nach, oder? In Griechenland weiß ich es nicht. Ja, ich auch nicht. Griechenland. Ich war auch schon eine längere Zeit jetzt nicht mehr in Griechenland gewesen. Sollte ich vielleicht mal wieder gucken. Warst du schon mal in Griechenland? Ja, ja, ja. Des Öfteren. Das richtige Griechenland? Sehr lecker. Wieso? Da kann man isst man Griechenland? Ja, da isst man sehr gut. Oder meinst du jetzt Tzatziki? Ja, auch. Nee, schön, schönes Land. Super. Wo warst du denn? Da überall. Ach komm, hör auf. Ich war überall schon. Die haben so viele Inseln, die haben nur 1000 Inseln. Da kannst du ja. Na gut, überall 1000 Inseln war ich jetzt nicht gewesen. Aber ich war da, hier und da. Selbst in der Hauptstadt war ich gewesen, habe mir angeguckt, wo die Demokratie gegründet wurde, also dieses erfunden wurde, die ganze Sache. Auf der Akropolis warst du? Da war ich auch gewesen. Nein. Ja, habe mir das angeguckt. Mit den ganzen anderen 1 Million fotografierenden Asiaten. Also ich habe das jetzt gehört von jemandem, der hat mir gesagt, der war in Venedig. Ja. Venedig, die Gastronomen in Venedig machen die Gaststätten nicht auf. Obwohl alles wieder frei ist, weil die Asiaten nicht da sind. Die sind dürfen noch nicht. Das lohnt sich nicht. Und die kommen nicht. Hm. Lohnt sich nicht. Also das heißt also, im Grunde genommen, die ganze Gastronomie lebt nicht von den Europäern oder sonst was, sondern wenn die Asiaten nicht da sind, lohnt sich nichts mehr. Und die gehen auch mal gut einkaufen da. Ja. Also so mal bei diesen höherpreisigen Geschäften. Ja, die setzen sich auf Markusplatz irgendwann mal in so einer Stadt hin oder als Beispiel jetzt und bestellen dann mal ein Cappuccino für 50 Euro. Ja. Gut. Ja, machen die. Ohne Zucken. Das brauchen die. Hm? Ist auch schön für Europa. Also dann kann das Geld ja, was wir eigentlich nach Asien, wenn wir unsere Telefone und so kaufen, verschippen, wir werden zurückholen durch solche Sachen. Kaffee für 50 Euro. Hm. Geld bleibt im Fluss. Genau. Da wir gerade bei den Ausbildungsstellen waren, es ist ja so, die Stadt Frankfurt-Oder hat jetzt 31 junge Menschen nur eingestellt. Ach so. Azubis. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur, ich glaube, das sind auch noch, also Stadt eigene Unternehmen wahrscheinlich, also 31 kommt mir ein bisschen viel vor, ne? Ist jetzt nicht extra Stadtverwaltung oder so, also nur Stadt. Ja, aber zu einer Stadtverwaltung gehören ja teilweise auch die Kita-Einrichtungen, Schulen ja, und ja. Gehören ja auch damit dazu. Da kann sein, dass sie da irgendwie nicht sind. Weil der Eisenhüttenstadt, also wir haben noch ein Bild, da, und zwar hier, schau mal, das ist unser Herr Bürgermeister, der klein insgesamt. Aus, ne? Was ist denn das da links? Er hat gar nicht aufs Bild. Ich habe mir auch überlegt. Nicht schlecht. Wie haben die den da in die Zimmer gekriegt? Die Decke ist, glaube ich, so nicht mehr viel Luft, oder? Alter, ist es eigentlich wahr, dass die Jugendlichen immer noch immer größer werden? Ja, das, bei den anderen beiden Mädels sehe ich das nicht so. Also ist ja. Und zwar, ich zeige das jetzt ganz einfach mal, weil es insgesamt drei, also nicht 31 Azubis gibt, sondern drei in Eisenhüttenstadt. Und. Das ist so, dass zwei davon ein sogenanntes duales duale Ausbildung machen. Aha. Also die machen so ein Studium noch und dann gleichzeitig arbeiten. Ja, gleichzeitig Geld verdienen bei einem Studium. Das ist doch gar nicht so schlecht. Okay. Nicht? Man muss sich ja auch was gönnen können. Unser Bürgermeister erinnert mich so ein bisschen an, zu Ostern gibt es immer so einen Schmunzelhasen. Guck mal. Schmunzelhasen? Der sieht aus wie ein Schmunzelhase. Mhm. Wie sieht ein Schmunzelhase aus? Na so. Also, ja. Schön, oder? Und der lange junge Mann, der ganz große junge Mann, der ist eingestellt worden als Bauingenieur. Hochbau, nehme also, ich an. Hochbau. Weil er so groß ist. Wahrscheinlich Hochbau. Hm? Die Mädels für Tiefbau. Oh Gott, ich habe jetzt nicht. Das war jetzt. Böse? Ja. Okay. Nein, ich will es nicht böse sagen. Was denn? Weiter, nächstes Thema. Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch gestern früh. Ein ziemlich langes Gespräch. Und du darfst jetzt einmal raten. Danke, es reicht. Und zwar mit der Bahn. Okay. Ja, ich hatte mit der Bahn ein Gespräch. Hast du da nur geredet oder haben sie dir auch zugehört? Haben sie auch geantwortet? Es geht um Folgendes. Ja. Die RE1 kennst du? Ja, kenne ich. Das ist jetzt der Regionalexpress Magdeburg. Ne?
Also der, das ist Unsinn. Die Bahn, die alle halbe Stunde durch Eisenhüttenstadt und Frankfurt fährt? Eigentlich. Ja, eigentlich. Im Moment ist es ja schwierig, wegen dem Streik. Es wird quasi immer gestreikt, kann das sein? Ja. Also ich glaube, dass sich die Piloten oder die... Die Piloten. Die Piloten und die Bahn, die Lokführer so abwechseln, weißt du? Ja. Dass du nie wegkommst. Also der Zug zum Flug ist egal. Immer also, schwierig. Also irgendwo hakt es immer. Wirst du dann gezwungen, doch mit deinem eigenen Fahrzeug die Umwelt zu verpesten? Ja, so ist es. Und die haben wir macht jetzt, ja auch also Sinn. Die Bahn hatte jetzt versucht, den Streik von Herrn Wieselski zu kappen. Ne? Also die wollten, haben ja über Gericht versucht, das zu verhindern. Ja, hat nicht geklappt. Ist kläglich gescheitert. Ja. Aber die Berufung ist jetzt, läuft jetzt gerade. Ja, ja. Die Berufung, die wird auch kläglich scheitern, glaube ich. Weil egal. Man nicht nachweisen konnte, dass es wirklich wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich, sondern politisch motiviert ist mit politischem Hintergrund. Ja. Aber ich hatte nicht mit der Bahn das Gespräch, sondern mit der UDEC, mit der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft. Mhm. Die fahren ab Dezember 2022, also nächstes Jahr, übernehmen die RE1 und haben die Bahn verdrängt. What? Ja. Nicht schlecht. Kann man ja doch mal mit dem Zug fahren. Kann man doch mal mit dem Zug fahren. Und die haben mir, die lassen jetzt bei Siemens die Züge bauen, die hier zum Einsatz kommen. Das ist schon so, also ich konnte mir den Innenraum so mal anschauen mit Bildern und so. Das ist so, wenn du im Flugzeug steigst. Also so ich glaube, bequemer als im Flugzeug. Mhm. Also ganz tolle Züge, die da eingesetzt werden. Mit WLAN, also du kannst sogar WLAN nutzen. Ich bin begeistert. Ja. So habe ich dich ja selten erlebt. Ja, und die haben nämlich eins für die jungen Leute. Oder ich sage mal, auch für etwas Ältere, die umschulen wollen. Deswegen habe ich dir gesagt, die suchen ganz, ganz dringend Lokführer. Mhm. Also, oder Triebwagenführer, wie heißt das jetzt? Lokführer, Triebwagenführer? Ich weiß nicht, darf man Führer noch sagen? Ja, in dem Falle. In dem Fall darf man sagen, Lokführer. Wird dann ein Piep drüber gelegt. Okay. Lokpiep. Weil mit dem Führer hat man ja in Deutschland ein kleines bisschen Probleme gehabt. Heißt das doch noch Führerschein, oder? Warum heißt es noch Führerschein, Leute? Schon komisch, oder? Ja, man führt etwas. Ja, ja, ja. Wie ist es einer, der führt? Im Moment kommt mir die Führung nicht so gut vor in Deutschland. Egal. Die suchen aber auch anderes Servicepersonal. Das heißt also, dringend jetzt schon, also nicht erst im Dezember, sondern die müssen ja erst noch ausgebildet, umgeschult werden. Für Frankfurt-Oder übrigens, genauso wie für Eisenhüttenstadt. Und so ein, also die Umschulung dauert 11 Monate, glaube ich, zum Lokführer oder Zugführer. Und die Servicekräfte, die werden sicherlich auch noch ausgebildet. Aber da kann man sich tatsächlich neu orientieren und die werden richtig gut bezahlt. Ja. Also okay. Nicht mit Mindestlohn. Okay, also ihr seht mich dann nicht wieder. Ich werde Lokführer. Ja. Ich werde Warum Führer. Nicht? Wie gesagt, das ist der Aufruf, einfach mal auf die Seite gehen, ODEG, O-D-E-G, ne? Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft. Und dann könnte es eine neue Zukunft geben. Also die suchen tatsächlich nicht nur einen, also ganze Menge. Ja, ne? Ist okay. So, Werbeblock beendet. Werbeblock beendet. So. Kommen wir zum Wahlkampf nach Deutschland. Wahlkampf, warte mal, da war irgendwas. Jetzt es ist bald soweit. Ja, man kann ja kaum noch Straßen erkennen, man sieht ja bloß noch Plakate. Große Plakate. Überall. Frankfurt, Hüttenstadt, alles ist zu plakatiert. Beeskow, Melrose, Fürstenwalde. Überall. Ganz Deutschland. Die Druckindustrie freut sich, zumindest wird ja mal was gedruckt. Auch die Müllindustrie danach. Ja. Wenn sie ihre Kandidaten dann vergessen haben. Werden dann wieder schöne Pullover draus gemacht aus diesen Wahlkampf-Plastikteilen. Ja. Spricht dich was an von der Laterne? Solange wie die Laterne leuchtet, ist mir das, ist das okay. Okay. Wenn man da nachts auf der Straße ist. Also du guckst da auch nicht so richtig hin. Ich hatte bei einem hatte ich mal hingeguckt und habe mich so ein bisschen vorgestellt, was er tatsächlich macht, also Rosentreter. Ja. Der mit dem Lächeln im Gesicht. Der lächelt kommt mir schön. So ein bisschen vor, wie auf Photoshop zusammengebaut. So ein bisschen. So aus Baukasten, weißt du so. Da bin ich gespannt.
Rosentreter. Ja, Rosentreter. Ja, habe ich auch schon gelesen. Was ich lustige ganz, Namen. Was ganz witzig ist, finde ich, immer die Partei. Die Partei ist immer sehr witzig mit den... Also du Kandidaten. Redest jetzt tatsächlich von die Partei. Die Partei. Nicht die Parteien, sondern... Nein, die Partei. Die Partei. Also im Singular. Ja, wenn mir jetzt, was fällt mir ein gerade dazu? 3-Tage-Woche und 30 Tage Urlaub wird da gefordert. Ja, aber ich finde, das ist ein bisschen wenig, oder? Ja, das ist schwach. Ja. Könnte mehr rausschlagen. Ja. Also aber falscher, es wäre ein Anfang. Das ist schon mal ein falscher Slogan. Also das 60 Tage Urlaub sollten drin sein? Okay, bei einer 3-Tage-Woche trotzdem. Ja. Ja, steht dir ja zu. Ja, klar. Das finde ich immer sehr witzig. Die überspitzen immer die Sache. Können ja ohne Partei gründen. Die von den Grünen, die Plakate, sind dir die ein bisschen aufgefallen? Das erinnert mich ein bisschen so an diesen animierten Film Schreck. Kennst du Schreck? Ja. Die sehen auch so grün aus. Also so richtig grün im Gesicht. Grässliches Grün, ne? Fehlt bloß noch diese andere Seite. Die Hörnchen. Hm? Die anderen Parteien. Aber die sind so ein bisschen so, naja, prozentual nähern sie sich irgendwie der AfD, kann das sein, von den Prozenten? Du meinst jetzt, wenn heute Wahlkampf wäre? Ja, ja, diese und die langweiligste Partei, ich fand es ja ganz gut, die New York Times hatte einen Artikel veröffentlicht über den Wahlkampf in Deutschland. Mhm. Schön, dass Sie sich dafür interessieren. Also ist schon ja, wir interessieren Sie auch, wenn da ja, gut, in New York irgendwas umfällt. Also, ja, toll. Das macht man ja auch gerne. Also, aber so auf unser kleines Deutschland gucken hier, nicht schlecht. New York Times, ist schon gut. Und da hat er sich der ehemalige Botschafter in Deutschland dann über den Herrn Scholz ein bisschen ausgelassen. Er sagt, langweiliger geht es nicht. Mhm. Also das Fazit dieser ganzen Betrachtung auf den deutschen Wahlkampf, die Deutschen mögen es langweilig. Ja, wir haben halt keinen Trump, ne? Der immer so auf dem... Bloß gut. Bloß gut, also da bin ich auch ganz also lieber zufrieden. Scholz als Trump. Da bin ich auch ganz zufrieden, gebe ich zu. Den brauche ich nicht. Fake News Produzent. Ja. Er hat es erfunden. Die alternativen Wahrheiten. Ja, nicht schlecht. Toll. Gut. Wann ist Wahl? 26. Siehst du? Ich kann es Briefwahl machen. Ja, kann ich. Also, die sind jetzt der Meinung, dass es wirklich anzieht, diese Briefwahl-Option zu ziehen. Ne? Also, ja, man geht ja ungern raus. Ja, kann man. Und dann noch zur Wahl. Dann noch zur Wahl. Muss man nicht. Man kann auch zu Hause dann ein Zettelchen ausfüllen. Aber ich muss wirklich sagen, wenn man sich nochmal an die. Wenn man so an die Laternen vorbeifährt, so mit dem Auto, ne? Dann kriegt man ja so den Blitz von so einem Plakat manchmal mit. Ja. Ich kenne nicht einen. Nee. Na, außer Frau Baerbock, Scholz. Naja, es geht ja um die regionalen. Ach so, die regionalen. Ja, die hier sich, die deine Stimme Woher wollen wir die kennen? Es geht ja namentlich deine Stimme. Die waren ja noch nicht bei uns, haben sich vorgestellt. Ja. Also können wir die nicht kennen. Das werden die auch nicht machen. Traurig, die sagen oder? Sich ganz einfach, ich könnte ja was Falsches sagen. So wie sie es, wo im Prinzip haben wir, ist ja die Wahlprozente, die im Moment so in den Umfragen kommen, haben ja damit zu tun, dass wenn die was sagen, dummes Zeug sagen. Und wenn einer nichts sagt, führt er die ganze Sache in den Umfragen. Und sonst Spitzenreiter, diese christlich-demokratischen Sachen, die sind ganz schön in den Keller gerutscht, habe ich heute gehört. Also die es ist ganz schön, also historisch tief. Ich fand ja das Bild, als der Laschet so ein Wahlkampfvideo gedreht hat, er ist ja in Nordrhein-Westfalen, ist ja quasi komplett unterkellert, ne? Mit ihren Bergbauschächten und da war er dann unter Tage. Und er war der Einzige von dieser ganz groben Bergmann-Truppe, der schwarz im Gesicht war. Der hat sich wahrscheinlich selbst reingeschmiert, damit es nach Arbeit aussieht. Und lass mich raten, es war gar keine Kohlemine gewesen. Es war Salz. Es war im Oderbruch. Dann klar. Ja, Frau Baerbock lässt grüßen. Ah, nicht schlecht. Ah, Wahlkampf. Ja, ich finde es so ganz gut. Wie sie sich demontieren, beispielsweise singt jetzt die Grüne in ihrem Wahlspot. Wer singt? Die singen.
ein schöner Land oder wie? Wie ne, aber also nicht ein Schiff singt, umdefiniert. Sondern sie singt. Ja. Ich schwöre. Ja. Das hat man damals, so? Kannst du dich daran erinnern, singende Prominente gab es schon mal, die diese zur Fußball-Weltmeisterschaft, die Mannschaft hat früher auch mal gesungen. Das klang aber ein bisschen besser. Als Berti, die war, als Berti noch dabei und die waren damals auch erfolgreicher, ja, ja, muss man schon sagen. Ja, ja. Mhm. Hast du denn gestern, ach nee, du guckst ja keinen Fußball. Nee. Ich habe gestern mal reingeguckt und zwar dieses, die WM-Quali gegen Liechtenstein. Ah, okay. Da bin ich ja durchgefallen. Nee. Die haben quasi die erste Halbzeit 0-0 gespielt. Mhm. In der 43. Minute oder so hat dann Werner dann 1-0 geschossen. Aber der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft war jämmerlich. Jämmerlich, jämmerlich. Also, und Liechtenstein ist auf der Rangliste auf Platz 86, glaube ich. Mhm. Manchmal ist es komisch. Mit den Underdogs. Die hauen nicht weg vom Platz. Ja. Interessant war eine Polizeimeldung. Vom Fußballspiel? Nein, neues Thema. Ach so, okay. Neues Thema. Polizei meldete vorgestern, die haben in Polen einen Radlader gefunden. Der stand da so rum. Hm. Stellte sich heraus, der stand vorher in der Zelle. Okay. Wurde umgeparkt. Wurde umgeparkt. Gut, dass er das Land verlassen hat, ist eine andere Geschichte. Aber er parkte. Da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, als der Lockdown war, ne? Also richtig so Grenze zu Polen. Es gab nicht einen einzigen Autodiebstahl. Nichts gab es nicht mehr. Ne? Jetzt, wo wir die so quasi ein bisschen so Normalität haben, geht das wieder los. Und jetzt aber tatsächlich, also wir kriegen fast täglich diese Nachricht, Auto verschwunden, weg einfach irgendwo. Und der Radlader, ich meine, das kostet ja ein bisschen, so ein Radlader. Ne? Und gehörte der Agrargenossenschaft Neuzelle. Mhm. Ich weiß nicht, ob die ihn schon vermisst haben oder nicht, keine Ahnung. Jetzt stellte sich aber raus, den haben sie gekriegt, aber es fehlte dann noch von einem Standort der Agrargenossenschaft in Neuzelle mit Standort Wellmitz ein großer Traktor. Der ist komplett verschwunden. Okay, ja. Wie verschwindet sowas? Ich frage mich, ja, die, und vor allen Dingen, ich meine, erstens machen die Dinger Krach. Ja. Ne? Also es sind ja nur nicht und die leisesten Maschinen. Selbst wenn du mit einem Tieflader da an, also mit einem großen LKW ankommst, dieses Ding. Muss es doch auffallen, oder? Das fällt doch auf, oder? Das kann ja niemand. Und dann frage ich mich ganz einfach, wieso haben die kein GPS als Sicherung irgendwo dran? Ja. Weiß ich nicht. Der ist komplett verschwunden. Das ist mir schon wieder zu unheimlich, die ganze Sache. Ja. Möchte man das? Dass es verschwindet? Nee, natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Man sichert doch sowas, oder? Du bist doch für dein Eigentum, also möchtest doch das behalten. Ich frag mich wirklich, also ich meine, selbst am Auto kann man so eine Geräte antackern, ja. Und sagen, wo ist mein Auto? Ne? Das wird dir nicht viel bringen. Die sind doch auch nicht mehr so teuer, diese Geräte. Ja. Ne? Die kann ich ja sogar an meiner Katze ranhängen, ja. An den Schwanz, dann weiß ich, wo die ist. Sei denn, du möchtest das, ja. Dass es weg ist. Ja, vielleicht hast du schon ein gewisses Baujahr, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir unterstellen hier nichts. Man müsste mal nachfragen, warum das so ist, warum man nicht Sicherungsmaßnahmen da treffen kann. Ja. So ist das. Wir erwarten jetzt in Eisenhüttenstadt. Wir erwarten jetzt in Eisenhüttenstadt unsere afghanischen Ortskräfte. Ah, okay. Ja. Mal gucken. Was ich ein bisschen komisch finde, es waren ja insgesamt 266 afghanische Ortskräfte, die in Dobberle-Kirchhain waren. Ja. Also eine Außenstelle der Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt, die hat Außenstellen. Die waren eine ganze Weile. Und jetzt frage ich mich, die sollen jetzt hierher, um die Aufnahmerituale durchzuführen. Okay, vielleicht war kein Platz. Nee, ich verstehe das alles nicht. Warum sind die erst da so ewig und kommen jetzt hierher, um jetzt hier registriert zu werden? Keine Ahnung, keine Hintergrundinformation, kann ich dir nicht sagen. Nee, ich sag's dir nur. Ja. Ich habe das ja bekommen, ich habe das Innenministerium angeschrieben,
wollte eigentlich wissen, ja, wenn die kommen, wo kommen die hin? Da habe ich dann gesagt, okay, es geht nach Döbelkirchheim erstmal und nicht nach Eisenhüttenstadt. Er hat gesagt, okay, vielleicht ist es so geregelt. Nee, die kommen jetzt tatsächlich nach Eisenhüttenstadt, werden hier registriert und sollen dann auf die Kommunen verteilt werden. Mhm. Also die sollen dann schon in ganz normale Wohnungen und so weiter und so fort. Mhm. Und da kam dann auch schlagartig dann die Meldung, des Landkreis Oder Spree, die schreiben jetzt sogenanntes ein Verfahren aus zur Integrationsarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft Geflüchteter in Bad Saro, Ortsteil Petersdorf. Die sollen so eine Art Bespaßung bekommen. Mhm. Also es soll, ein Eventunternehmen, kann ich mir vorstellen, es soll am 11. Oktober losgehen und die sollen jetzt mit den Geflüchteten alles Mögliche unternehmen. Also Ausflüge, Familien, Spaß. Ja. Und so weiter und so fort. Schön. Also eine ganze Menge, ja, damit die nicht auf Langeweile kommen. Genau. Ja. Nicht schlecht. Man lässt sich was einfallen. Ja, ein kleines bisschen. Da müssen wir doch. Ein kleines bisschen sind wir doch in der Pflicht. Als Deutschland. Oder? Wie siehst du das? Vielleicht sollten sie sowas auch mal in Grundschulen machen. Bespaßen? Die Schüler bespaßen oder so. Weiß ich nicht. Machen sie reich. Oder Kindergärten. Ja, vielleicht. Vielleicht könnte man auf die Idee kommen, dass die vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung brauchen. Die sind ja auch gebeutelt, ja, diese Kinder. Ja, ja. Ja? Die armen Kinder. Ja. Hast kein Mitleid, ne? Auch mit den Kindern? Nee. Warum eigentlich? Also ich leide mit den Kindern mit, tatsächlich. Da bin ich raus. Ja? Okay. Neues Thema. Na ja. Ja, neues Thema. Was haben wir denn noch? Und zwar... Der Landkreis, bleiben wir mal beim Landkreis Oder Spree, und zwar dieses Klimathema. Ne? Wir sind jetzt beim Klimathema. Wenn wir nicht Corona haben, haben wir Klima. Aber Corona hat ja dem Klima geholfen. Ja, entlastet. Ja, deutlich. Aber die Eisenbahner Gewerkschaft, die reißt dieses ganze Ding wieder runter. Ja, weil wir wieder alle Auto fahren müssen. Weil wir wieder Zeug verbrennen müssen. Nee. Die Grünen haben gesagt, du sollst jetzt Lastenfahrrad fahren. Zurück in die 50er. Okay, wenn ich also von Eisenhüttenstadt nach Berlin fahre, fahre ich mit meinem Lastenfahrrad. Das spielt doch keine Rolle. Du hast ja so und so bloß eine 3-Tage-Arbeitswoche, so, laut der Partei. Ja, ja. Dann kannst du den Rest auch mit dem Fahrrad fahren. Man kann sich ja Zeit lassen. So. Man kann sich ja Zeit lassen. Und zwar, treiben lassen. Der Landkreis Oder Spree entwickelt jetzt ein Klimakonzept. Hm. Ja. Jetzt. Und das Gute an der Sache ist, nicht wie die Grünen, dass die uns vorgeben, wie wir zu leben haben, sondern der Landkreis Oder Spree möchte gerne wissen, wie wir leben wollen. Reduziert natürlich. Das hört klimagerecht. Sich immer, da bekomme ich immer ganz bar. Also wir müssen jetzt der Politik erzählen, wie Klima gemacht wird. Zumindest unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung. Hatte ich schon mal gehört. Sie haben ja nicht gesagt, dass sie sagen, okay, wir machen es so, wie du es willst. Die sagen nur, wir wollen wissen, wie du es gerne hättest. Aha. Ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt, sowas. Ja. Und da gibt es jetzt am 9. September um 18 Uhr eine digitale Veranstaltung. Kann sich jeder reinschalten und dann mitdiskutieren. Also wie der Landkreis Oder Spree zukünftig organisiert wird in Sachen Klimaschutz. Das heißt dann am Ende... Wir werden wahrscheinlich keine Laternen mehr haben, sondern nur noch Windräder, damit wir dann den Strom erzeugen. Ja, also den Himmel werden wir nicht mehr sehen. Nein, das ist anders mit den Windrädern. Jeder hat Jens Schwalde, da wird ja der Strom erzeugt. Ja, der wird zu den Windrädern geschickt und damit machen wir unseren Wind. Nein, da muss ich dir widersprechen. Und zwar war der Herr Ministerpräsident Dietmar Woidke, war ja in Eisenhüttenstadt vor einiger Zeit, und zwar im Feuerwehrmuseum, da gab es so eine Diskussion vor den Landtagswahlen. Und da haben auch viele gegen diese Windräder protestiert. Und da hat er wörtlich gesagt, die Lausitzer mussten jetzt Jahrzehnte mit der Kohle hinhalten und jetzt sollen sie schon wieder leiden unter den Windrädern. What? Das heißt also, man erkennt schon tatsächlich, dass Windräder eben nicht das Schönste für unser Lebensraum ist. Ne? Also, man könnte ja tatsächlich da, wo die Tagebauern sind, die ganzen Windräder hinstellen. Ja. Ne?
Aber ob da Wind ist in der Kuhle, keine Ahnung. Naja, es wird ja alles Wasser, eine riesengroße Wasserfläche. Ne? Und dann auf bei das, Teichland auf zum Beispiel, Wasser, eine riesengroße Wasser. Auf das Wasser. Und wo Wasser ist, ist auch Wind. Ah. Durch die, weißt du, Zirkulation. Vielleicht solltest du da bei diesen Klimadingsbums da bei dieser Diskussion mal mitmachen, deine Vorschläge da einbringen. Ich werde das Ganze medial begleiten. Ja. Ich werde mal schauen, was alles für lustige Geschichten bei uns und das kommt. Ein oder andere aufzeichnen, vielleicht für uns hier. Lustige. Ja, du, was soll ich dir dazu sagen? Also, wir sagen gar nichts mehr, glaube ich. Es macht viel Spaß. Ja. Es gibt immer wieder schöne Themen, jede Woche. Offene Stellen, denk dran. Ja? Also Leerstellen. Mit EH geschrieben, ne? EH. Doppel E. Gut, was machst du das Wochenende? Bastelst du an dein Windrad? Oder? Ja, ich bastel meine Windräder, damit ich ordentlich viel Vögel schreddern kann. Damit die rund laufen? Hm? Ja. Das ist ja so der Hauptgrund dieser Windräder. Gibt es bei euch auf dem Dorf auch diese Schilder hier, keine Windräder? Wir wollen das alles nicht? Nö. Ich habe eins in den Garten gestellt, stellt mir doch eins her. Ach so. Okay. Also, wenn du so in Richtung über Gruno fährst, so, ja. Ne? Also die Richtung, da hast du ganz viel solche Warnschilder. Mhm. Warnschilder, okay. Keine Windräder. Ich stört das nicht weiter, so ein Windrad, muss ich ehrlich sagen. Ja, lass erstmal, wenn du erstmal vor deiner Nase steht, wirst du schon... Oh. Hast du deine Abstandsflächen, die müssen ja eingehalten werden. Ja, da wollen sie ja ran, dass die 1000 Meter eben nicht mehr 1000 Meter sind, dass die 1000 Meter 2 Meter sind. Hm. Aber irgendwo muss unser Strom herkommen. Genau, aber aus, sagen wir mal, intelligenter Stromquelle. Ja, und die muss erstmal erfunden werden. Ich gehe jetzt ins Wochenende, das regt mich bloß auf dieses Thema. Was denn? Ich will nur die ältere Dame... Bescheid sagen, abschalten. Ah, okay. Ja? Schönes Wochenende. Ah, atomfreies Wochenende euch da draußen. Macht's Beste draus. Ciao.